Jetzt sind wir beim Tag 5 der Detox-Woche angelangt. Heute gibt es eine Tofu-Pfanne, aber mit geräucherten Tofu, das ist das Besondere, mit Kürbiswieder, Erbse und Sojasprossen fangen an. Und zwar haben wir das Sesamöl. Es ist ein geröstetes Sesamöl und dann geben wir den geräucherten Tofu dazu. Das ergibt so einen rauchigen Geschmack der ganzen Pfanne. Die Temperatur ein bisschen erhöhen. Wenn der Tofu so ein bisschen angebraten ist, dann geben wir den Kürbis dazu, auch wieder in kleine Würfel geschnitten. Braten den halt auch mit. Geht man her, schwenkt ein bisschen. Ja, da kann die Temperatur auch ein bisschen höher sein, dass es einmal kurz anbrät. Dann geben wir die Gewürze dazu, und zwar auch wieder eine Prise Salz. Und einen Teelöffel Kurkuma geben wir dazu. Geben wir noch 2 Teelöffel Curry mit dazu. Braten das auch kurz mit, ja, kurz mit anschwitzen. Curry, Kurkuma immer mit dem kurz mitbraten. Aufpassen, dass die Hitze nicht zu hoch wird. Dann geben wir die Erbsen dazu, TK-Erbsen, also tiefgefrorene Erbsen. Dann geben wir die Kokosmilch dazu. Lassen das dann weitere 5 Minuten köcheln. Dann fügen wir noch frischen Koriander dazu. Ich mag ihn, deswegen machen wir ein bisschen mehr rein. Da auch hergehen. Und von den groben Stielen ein bisschen wegzupfen. Wenn jetzt oben ein bisschen Stiel dran ist, ist es nicht ganz schlimm, weil im Stiel ist das meiste Geschmack. Und dann auch Koriander nicht hacken, sondern wirklich schneiden. Heißt, das Messer immer in einer Schneidbewegung, scharfe Messer, Finger weg und dann runterschneiden. Nicht durchhaken, weil das verliert zu viel ätherische Öle. Lieber grob schneiden. Bei der Pfanne ist es vom Geschmack her viel intensiver, wenn man auf ein bisschen Koriander drauf beißt. Dann gehen wir nochmal zur Pfanne zurück. Die hat jetzt schön geköchelt. Dann geben wir zum Schluss noch die Sojasprossen dazu. Also wichtig ist es, dass man frische Sojasprossen nimmt. Bekommt man auch in gut sortierten Supermärkten, also im Einzelhandel. Da sollte man halt nicht auf die Glasware zurückgreifen, sondern halt wirklich auf die frische Ware. Gut, und zu guter Letzt geben wir dann noch den frisch geschnittenen Koriander dazu. Wenn man jetzt keinen Koriander mag, kann man ein bisschen Petersilie nehmen. Man muss keinen Koriander nehmen, manche mögen es nicht. Nochmal umrühren und dann wären wir schon soweit zum Anrichten. Und zwar gehen wir daher, machen das in einen tiefen Teller, schön in die Mitte drapieren. Zum Anrichten dann noch ein bisschen Koriander ausgarnieren. Da ist halt der Geschmack im Vordergrund. Wenn Sie Koriander möchten, können Sie mehr drauf machen oder ansonsten ein bisschen Petersilie, wenn Sie keinen Koriander mögen. Guten Appetit!